China unterhält ein weit verzweigtes Netz von Agenten und Informanten. Die chinesische Geheimpolizei gilt als mächtiger Arm des Spionagenapparats des Landes. Sie ist weltweit aktiv. Wen nimmt die chinesische Geheimpolizei ins Visier? Und wie macht sie Jagd auf Kritiker? Die Antworten auf diese Fragen gibt es in diesem Video. Teilen Sie gerne mit allen Menschen, die Ihnen wichtig sind. Herzlich willkommen zu Leas Einblick. Zum ersten Mal tritt ein chinesischer Geheimagent an die Öffentlichkeit. Dem australischen Fernsehsender ABC gibt er ein Interview zu einem brisanten Thema: wie Chinas Geheimpolizei Dissidenten jagt. Der Überläufer nennt sich Eric. Er enthüllt, wie die chinesische Geheimpolizei Kritiker außerhalb Chinas überwacht, einschüchtert. Doch das ist noch nicht alles. Die Geheimpolizei stellt auch Fallen auf, um Zielpersonen in Länder zu locken, in denen sie entführt und nach China zurückgebracht werden können. Eric ist 39 Jahre alt, er trägt eine Brille mit einem schmalen Gestell. Er ist weder groß noch klein, weder dick noch dünn, er ist einfach unauffällig. So müssen Agenten womöglich sein, um nicht aufzufallen. Seit 15 Jahren arbeitet Eric als Geheimagent für das Büro für politische Sicherheit des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Chinas. Diese Behörde bezeichnet Eric als die dunkelste Abteilung der chinesischen Regierung, ähnlich wie der KGB, die Stasi und die Gestapo. Seit 2008 nimmt Eric an Operationen teil, um Kritiker auf der ganzen Welt zu überwachen und zu entführen. Doch sein Doppelleben bei der Geheimpolizei Chinas begann nicht freiwillig. Er sei dazu gezwungen worden, sagt er. Als 22-jähriger Student, begeistert von der westlichen Demokratie, sei er 2007 in die in den USA gegründete Sozialdemokratische Partei Chinas eingetreten. Er wusste aber nicht, dass er seit diesem Zeitpunkt unter Beobachtung stand. Nachdem er Informationen über die Jahrestagung dieser Partei in den sozialen Medien gestellt hatte, klopfte die Polizei an seiner Tür. Eric wurde von zu Hause abgeholt und mehrere Tage lang verhört. Am Ende des Verhörs wurde er gezwungen, ein Dokument zu unterschreiben. Darin bekannt er sich zu seinem Verbrechen: Widerstand gegen die chinesische Regierung. Eric wurde vor der Wahl gestellt, entweder ins Gefängnis zu gehen oder für die Geheimpolizei zu arbeiten. Er entschied sich für Letzteres. Auf Anweisung seines Vorgesetzten sollte Eric pro-demokratische Organisationen infiltrieren und chinesische Dissidenten im Ausland aufspüren. Als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Chinas, die in den USA gegründet wurde, war Eric der perfekte Kandidat für diese Aufgabe. 2016 wurde er sogar zu einem Treffen chinesischer Aktivisten im indischen Dharamsala eingeladen. Dort hat die tibetische Exilregierung ihren Sitz und dort hat Eric den Dalai Lama getroffen. Erinnern Sie sich an den chinesischen Mitarbeiter des AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah, der wegen Spionage verhaftet wurde? Dieser Mann namens Guo Jian soll Interne des EU-Parlaments an China weitergegeben haben. Guo Jian bewegt sich jahrelang in der Dissidentenszene. 2018 war auch er als Vertreter der Liga für ein demokratisches China in Dharamsala und ließ sich mit Dalai Lama fotografieren. Zurück zum Geheimagent Eric. Nach seinem Besuch in Dharamsala schrieb Eric einen ausführlichen Bericht über die zukünftige China-Politik der tibetischen Exilregierung. Der Bericht kam gut an und Eric gewann damit das Vertrauen seiner Vorgesetzten. Die Geheimpolizei vertraute ihm nun auch internationale Missionen an. Er durfte an Operationen teilnehmen, bei denen scharfe Kritiker im Ausland verhaftet werden sollten. Nun, wer waren seine Zielobjekte? Fu Kunis ist eine investigative Sendung des australischen Fernsehsenders ABC. In ihrem neuen Beitrag über Eric und die Jagd auf chinesische Dissidenten wurden drei Fälle gezeigt, an denen Eric beteiligt war. Im ersten Fall geht es um einen politischen Aktivisten, im zweiten Fall um einen politischen Karikaturisten
Und der dritte ist ein kritischer Künstler. Alle drei haben eins gemeinsam. Sie haben nicht nur die Kommunistische Partei Chinas scharf kritisiert, sondern auch den chinesischen Staatspräsident Xi Jinping und seine engsten Vertrauten. Xi zeigt dafür null Toleranz und die Kritiker müssen mit weiteren Repressalien rechnen. Edwin Yin ist über Thailand aus China geflohen und lebt heute in Australien. Er schrieb ein Buch, in dem er behauptete, Xi hatte 4 unehrliche Söhne und veröffentlicht auch ein Video, in dem er Xis Tochter lächerlich machte. Erics Vorgesetzte wies ihn an, Edwin Yin nach Südostasien zu locken. Im Jahr 2021 wurde Edwin Yin auf einer Straße in Melbourne von 2 Männern angegriffen. Ein dritter Mann, der bei ihnen war, filmt sogar den Überfall. Edwin fühlte sich in Australien nicht mehr sicher. Statt an einem festen Ort zu bleiben, besorgt er sich ein Wohnmobil. Täglich zieht er von Ort zu Ort. Der Karikaturist Rebel Pepper ist international bekannt für seine satirischen Zeichnungen. In seinen Karikaturen wurde Xi mal als eine gefüllte Teigtasche, mal als Tyrann oder als Winnie the Pooh dargestellt. Als Eric den Auftrag erhielt, ihn nach Kambodscha zu locken, lebt der Karikaturist in Japan. Doch um ihn nach Kambodscha zu locken und dann nach China zu entführen, braucht Eric eine Tarnung und einen Köder. Und diese Geschichte ist filmreif. Eric wurde eine Wohnung in der Hauptstadt von Kambodscha zur Verfügung gestellt und er bekam eine Tarnung. Er sollte sich als Planungsleiter für die Prince Immobiliengruppe ausgeben. Der Chef der Prince-Gruppe ist ein Chinese namens Chen Zhi. Und hier muss ich ein wenig mehr Kontext zur Geschichte geben. Auf der Webseite der Prince Foundation steht, dass Chen Zhi in den letzten Jahren mehr als 16 Millionen Dollar gespendet hat, um die lokale Gemeinschaft durch Hilfsaktionen und andere Bemühungen zu unterstützen. Das ist viel Geld und riecht stark nach Bestechung. Chen Zhi wurde 1987 in China geboren. Sein erstes Geschäft war ein Internetcafé und eine Spielhalle. Vor 13 Jahren ging er nach Kambodscha und gründete dort eine Immobilienfirma. Innerhalb von 10 Jahren wuchs die Prince-Gruppe auf wundersame Weise zu einem führenden Unternehmensriese in Kambodscha heran. Wie gut seine Beziehungen zur Politik sind, zeigt sich bei ASEAN-Gipfel 2022. ASEAN steht für Verband Südostasiatische Nationen. Der damalige kambodschanische Premierminister Hun Sen schenkt 25 Staats- und Regierungschefs limitierte Luxusuhren als Souvenir. Hun Sen ist als Liebhaber von Luxusuhren bekannt. Er wurde oft mit Luxusuhren fotografiert, die jeweils mehr als 1 Million Dollar kosten, obwohl sein Land ein ernstes Armutsproblem hat. Was hat wohl Chen Zhi mit diesen Luxusuhren zu tun? Ein Video zeigt die kunstvolle Zahnräder im Inneren der Uhr, in die die Inschriften Tourbillon sowie der Name des kambodschanischen Uhrmachers Prince Horology eingraviert wurden. Prince Horology ist eine Tochtergesellschaft der Prince-Gruppe von Chen Zhi. Der Preis dieser Uhr wurde nicht bekannt. Allerdings sagen die Experten, dass eine dieser Uhren einen 6-stelligen Preis haben könnte. Als oberster Boss der Prince-Gruppe dürfte Chen Zhi nicht nur gute Verbindungen zur kambodschanischen Führung haben. Offenbar arbeitete er auch mit der chinesischen Geheimpolizei zusammen. Sonst hätte der Ex-Geheimagent Eric nicht so leicht einen Job als Projektleiter bei der Prince-Immobiliengruppe bekommen können. Und damit sind wir wieder zurück bei Eric. Eric kontaktierte den Karikaturist Rebel Pepper unter seinem Decknamen bei Prince Immobilien und bat ihn, ein Logo für die Firma zu entwerfen. In einer Sprachnachricht forderte Erics Vorgesetzter ihn auf, Rebel Peppers finanzielle Notlage auszunutzen. $500 für den Entwurf war der Köder. Damit alles echt aussah, sorgte Erics Vorgesetzte dafür, dass die Designs von Rebel Pepper tatsächlich von Prince Immobilien für ihre Veranstaltungen verwendet wurden.
Eric ist sogar ein leitender Angestellter der Immobilienfirma mit einem großen aufblasbaren Maskottchen fotografieren. Alles war eine Fälschung. Dem Karikaturisten wurde ein sehr gut bezahlter Job als Creative Director bei der Prince Immobiliengruppe angeboten. Dafür sollte er aber zu einem Vorstellungsgespräch nach Kambodscha reisen. Zu seinem Glück war seine Frau sehr wachsam. Sie vermutete eine Falle und riet ihm davon ab. Inzwischen lebt Rebel Pepper mit seiner Frau in den USA und arbeitet für Radio Free Asia. Dieses zweite Fallbeispiel hat es wirklich in sich. Meines Erachtens werden hierdurch zwei Dinge deutlich. Erstens, die Größe oder vielmehr die Tiefe des Apparates der Geheimpolizei. Welches Mastermind mit welchen Ressourcen im Hintergrund bewegt wird. Und zweitens, der Stellenwert von Kunst und Kultur. Wir dürfen nicht vergessen, dieser Aufwand wurde für einen Karikaturisten betrieben. Welche Angst muss die KP Chinas also vor der Macht von Kunst und Kultur haben, um zu solchen Mitteln zu greifen? Welche Maschinerie wird anderswo noch von ihr betrieben? Jetzt der dritte Fall. Als Eric 2020 den Auftrag erhielt, den Künstler Hua Yong von Thailand nach Kambodscha oder Laos zu locken, gab er sich eine andere Tarnung, diesmal Manager einer Hotelgruppe. Er lernte Hua Yong kennen. Eric erzählte ihm von seinen Plänen, die KP Chinas zu stürzen. Der Künstler ist begeistert. Um Huas Vertrauen zu gewinnen, wurde Eric diesmal noch kreativer. Er gründete eine Anti-KPC-Miliz namens V-Brigade. Natürlich wieder ein Fake. Er ließ ein Video von sich als Milizenführer aufnehmen und stellte es ins Internet. In diesem Video hielt er eine Rede, in der er die chinesischen Bürger aufrief, sich auf den bewaffneten Widerstand gegen das chinesische Regime vorzubereiten. Eric wurde für seine tolle Arbeit mit einem finanziellen Bonus belohnt. Erics Plan stagnierte aber, als Hua Yong wenige Monate später Thailand verließ und nach Kanada ausreiste. Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Anderthalb Jahre später wurde Hua Yong dort tot aufgefunden. Angeblich war er an einem kalten Herbstabend beim Kajakfahren ins Wasser gefallen und ertrunken. Diese drei Fälle zeigen die globale Reichweite der Kommunistischen Partei Chinas. Längst gelten Länder wie Kambodscha und Laos als Hinterhof Chinas. Ob in Thailand, Vietnam oder Myanmar, die chinesische Geheimpolizei ist überall vernetzt und kann relativ ungehindert operieren. Der Einfluss der chinesischen Geheimpolizei reicht bis nach Europa. In einem der nächsten Videos schauen wir uns dies genauer an. Das war Leas Einblick. Bis zum nächsten Mal.